Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Online. Ich habe herausgefunden, was da steht. Da steht, wir brauchen Stufe 10 von, also Wohlstand 10 von unserer Vault, bis wir Sachen kaufen können. Deswegen müssen wir das erstmal erreichen. Wir werden also versuchen, unser Bestmöglichst versuchen, daran zu kommen. Und ich glaube, wir müssen hier von 6 auf 7 oder auf 7 gehen. Ich weiß es nicht. Ist natürlich blöd, dass man da Ressourcen verschwenden muss für. Aber wir probieren es einfach mal. Wir gehen bei einem auf 7. Nehmen wir diese Waffe. 7. Oh, ist billiger als ich dachte. Dann gehen wir hier meinetwegen auch auf 7. Und hier auf 7. So, ist es das, was das Spiel von mir wollte? Das ist hier die große Frage. Ja. Das ist das, was das Spiel von mir wollte. Ja, ich drücke hier selten so komische Knöpfe. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich tue. So, den graden wir auch ab auf 7. Weil Hundi werde ich wahrscheinlich auch eine Weile lang behalten. Ich mag den. Deswegen lohnt sich das auch. So. Die Frage ist, was haben wir noch in unserem Team, was sich lohnen würde abzugraden? Wir brauchen, glaube ich, auch noch einen, ne? Ne, 6 von 6. Perfekt. Sehr schön. Wir waren da doch schon. Na gut, gehen wir nochmal rein. Diesmal sind wir ein bisschen fitter drauf. Ein bisschen stärker. Also, die blauen möchte ich ehrlich gesagt nicht upgraden, weil die echt ein bisschen armselig sind. Und ich muss niesen. Gesundheit, Zero. Danke, Zero. Ja gut, hier waren wir schon. Was? Jetzt quatschen die schon wieder. Ich war hier doch schon. Ihr habt das mit meiner anderen Stärke schon geschafft. Ich meine, jetzt wird das natürlich easy. Aber trotzdem. So, Frau Fillmore, warum wollen wir diese in der Kirche brechen? Es wurde mir soll Mittagspause. Yahoo, was hast du zu sagen? So, Mrs. Fillmore, warum sind wir in diese kaputte Kirche gekommen? Das sollte ich sein. Ich habe in der Mittagspause keinen Kaffee getrunken. Wer trinkt denn schon Kaffee heutzutage, Leute? Also ganz ehrlich. Ah. Mit Energy kann man doch viel nervigere Geräusche machen. So. Während du damit beschäftigt warst, diese Lumpen zu hämmern, habe ich meine angepasst. Datensammler. Jetzt kann ich damit Daten von allen Arten von mutierten Kreaturen sammeln. Für mich Experimente. Okay, wir können also jetzt Daten sammeln, was uns und da und das auch immer bringt. Haben wir jetzt so eine Art Pokémon-Pokédex? Klingt toll, aber was hat das mit mir zu tun? Ich red schneller, wir haben nicht so viel Zeit. So. Dieser im Allgemeinen werden die besten Daten gesammelt und die Variation des biologischen engen Kontakts. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast, deswegen wahrscheinlich nein. So, warten. Ich glaube, er wartet auf eine Antwort. Und sie schreibt irgendwas in Klammern. Das ist ein eigener Gedanke. Kann sie selbst denken, selbstständig. Kobel, schau, es ist geschafft. Keine Sorge, mein Freund. Ich habe eine Ahnung. Du wirst ein guter sein, der experimentelle Sammler. Keine Ahnung, was die da schon wieder quatscht. Aber wenn wir jetzt hier runtergehen, wissen wir, wenn wir rechts reingehen, kriegen wir das Anti-Red. Nö, da ist aber nur ein Schatz drin. Oh, es ist random. Geil. Können uns direkt damit ausrüsten. Sicherlich nehme ich das, sicherlich. So, schon sind wir gewappnet. Ich glaube, dieses Mal stirbt keiner von uns. Ich meine, wir sind ja auch ein bisschen stärker geworden jetzt. Komm.
Radioaktivität kann mir jetzt nichts. Oh, wie die einfach krepieren. Ja, das ist meine Standardwaffe. Das heißt, man hat dann mal eine Standardwaffe und eine Ultimate, die man verbessern kann. Vielleicht. Na, vielleicht sollten wir die Heilerin auch verbessern. Zumindest die Heilung von der. Das wär's, glaube ich. Ja, komm, dafür brauchen wir keine Ultimates. Ein Stim. Den werden wir wahrscheinlich nicht gebrauchen. So, einmal runter. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir jetzt ganz normal machen müssen. Und dann gehen wir zuerst hier zu dem Kleinen. Ich habe zwar gedacht, dass du der Boss bist, aber naja. Erstmal betäuben wir ihn. Daraufhin verbluten wir ihn. Und dann verpassen wir noch einen schönen kritischen. Kaboom. Ja, wenn das mal nicht lübt heute, dann weiß ich auch nicht. So. Dann machen wir euch noch K.O. Weißt du was, ich heile jetzt schnell. Weil dann müsste die Ultimate gleich nochmal bereit sein für Le Todes Kralé. Wir brauchen auf jeden Fall einen Tank. Du bist ja blau, ne? Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch einen guten Tank. Eventuell werden wir die Heilerin auf jeden Fall behalten können. Müssen wir mal schauen. An sich ist das momentan schon ein recht gutes Team zum Erkunden. So, das letzte Mal. Ja, nee, wir kommen in den Raum hinter der Todeskralle nicht. Wie soll man denn da hinkommen? Ich glaube, von hier aus können wir schon hier in den Raum der Todeskralle reinschauen. Nee. Aber hinter der Todeskralle war eindeutig noch ein Raum. Ach, da komme ich jetzt wahrscheinlich hin. Das ist wahrscheinlich jetzt mein Ziel. Ah, deswegen bin ich da nicht hingekommen. Auf jeden Fall haben wir zwei Stims. Seltsamerweise kein Red Away bekommen. Und nochmal eine Heilung. Was uns ab diesem Punkt eigentlich einen Scheiß bringt, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Weil wenn jetzt noch einer stirbt, ist ja eigentlich egal, weil die Scheiße ist doch vorbei. Wahrscheinlich soll einer sterben und dann erklärt einem das Spiel, hey, du kannst auch die Leute wiederbeleben. Frau Ellie, ihre Datensammlung riecht, ich würde gerade von einer nackten Maulwurfsratte gebissen, wo es noch weh tut. Was? Der Datensammler riecht nach einer Maulwurfsratte, die dich gebissen hat? Eigentlich gibt das irgendwo einen Sinn. Shh, pass auf, es ist ein starkes biologisches Signal voraus, was mehr gute Daten bedeutet. Warte auf uns. Ich will erstmal den Loot. Und dann gehen wir meinetwegen rein. Ja, wir haben ihn schon mal besiegt. Das ist jetzt kein Kunststück. Erstmal blutest du vor dich hin. Viel Spaß. Der ist jetzt schon fast tot. Ich konnte nicht mal so eine Ultimate machen. So, Frau Ellie, das sollte genug sein. Ich habe keine Knochenschmerzen. Wenn du eine Todeskralle besiegt hast, hast du keine Schmerzen mehr vom Maulwurfsrattenbiss? Was? Irgendwie ergibt alles keinen Sinn. Wovon redest du denn? Unser Experiment fängt gerade erst an. Schauen Sie sich die Weiten dieser Boston-Schrottboden. So viele Möglichkeiten, so viele Experimente. Fühlst du dich nicht aufgeregt? Aber wenn ich verstehen würde, um was es hier geht, wäre ich höchstwahrscheinlich sehr aufgeregt. Du könntest mich genauso gut erschießen. Ja, das habe ich zumindest verstanden. Ich bin glücklich. Oh, armes Ding. Sie schreibt hier ungefähr 50 mal sch. Das hier heißt wahrscheinlich sch. Was der Rest heißt, weiß ich nicht.
Wahrscheinlich. Nee, das ergibt keinen Sinn. Was steht hier hinten? So, was steht hier hinten? Schwester lässt dich nicht so leicht sterben. Yay, Öl. Jetzt können wir in den Raum reingucken. Da war noch Raum. Lass mich da doch rein. Ja, wir haben Öl bekommen. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Es gibt eine versteckte Sache da drin, die ich nicht gefunden habe. Ist das dein Ernst? Holen Sie die Brust. Aber was denn für eine Brust? Ich wollte ja... ja. Vielleicht ist das ja ein random Drop. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Ja gut, Quest beendet. Gib ja den Schüssel. So, was haben wir jetzt zu tun? Oh, das ist knapp. Und ein Mega-Ghoul wartet auf uns. Interessant. Da müssen wir jetzt nächstes hin, ja? Na gut. Ja, aber zurück zur Vault erstmal. Sammeln hier alles ein. Hier, wieso bist du obdachlos? Ich weiß nicht, wieso ich dafür leise bin. Ich habe keine Ahnung, was dir da quatscht. Naja. Habe ich Post? Ich habe Karten bekommen für die, damit sie stärker werden. Cool. Hatten wir nicht eine Köchin bekommen? Was habe ich mit der Köchin gemacht? Die wir bekommen haben. Wer zur Hölle bist du? Bist du die Köchin, die ich bekommen habe? Nö. Du warst die Köchin. Achso, du bist beim Training. Oh. Das ergibt Sinn. Ich wollte dich erstmal upgraden. Wofür auch immer. Ich habe aber das Geld. Nein, ich will sie upgraden. Ich habe mehr als genug Geld. Also komm. Trainier mal fein. So. Sehr schön. Ich würde jetzt ehrlich gesagt ganz gerne zurück in den großen Modus gehen. Ein Mensch. Ah, sie juckt. Hör auf zu jucken, sonst schneide ich dich ab. Und dann packen wir dich dahin, weil wir dann ein bisschen extra bekommen. Und du, meine Liebe, krieg ich dich noch zu fassen? Ja, du gehst dann einfach dahin. Sehr schön. Hier fehlt noch einiges. Was? Ja, 10 von 10. Das habe ich verstanden, dass wir 10 von 10 haben. Ich möchte sie upgraden. Ich habe mich nur verdrückt. So, konnten wir noch... Gebäude bauen, da. Ach, stimmt, ich bin ja schon am Bauen. Wir können auf jeden Fall noch ein paar mehr Leute einstellen. Dafür müssen wir jetzt nur noch warten, bis das vorbei ist. Kann ich das beschleunigen? Tatsächlich. Was auch immer mich das gekostet hat, aber wir konnten. Stattdessen bauen wir nämlich dann das Ding dahin. Ich habe keine Ahnung, was ich verliere, wenn ich da drauf drücke. Vielleicht ist es wie bei Hustle Castle, dass man ab einer gewissen Zeit einfach beschleunigen kann. Ja. Das heißt, unter einer Minute oder so. Oder zwei Minuten. Wir testen das einfach mal. Wenn es unter zwei Minuten ist, werden wir es ja... Ja, doch. Bei zwei Minuten ist gratis. Gut zu wissen. Sehr schön. Ja, wir haben jetzt Platz für 8 Leute.
Also kommt, liebe Ödländer, kommt zu mir. Freut euch eures Lebens. Und das ist eine Kryokammer. Wofür dienst du? Kann ich hier Leute einfrieren? Nur mal so spaßeshalber mal jemanden einfrieren. Mal gucken. Was machen wir am besten? Irgendwo ganz links, wo die ganz Schwachen rumhängen. Hier, du bist doch... Ja, hör auf damit. Du bist ja hier so ein Tank, ne? Du bist ein Tank, den ich wahrscheinlich nicht brauche. Kann ich auch wegschicken. Alles klar, da bist du. Komm mal in die Kryokammer. Was passiert, wenn man dich einfriert? Oder hat jemand was geschrieben? Bestimmt ein Mod. Hey! Was macht ein Westi hier? Oh, Schuh zu erhalten. Was zum Teufel willst du von mir? Stolz, ich Einkommen. Fortsetzung der Pracht. Ich stolz auf das Welteinkommen. Fortsetzung des goldenen Zeitalters. Ah, er ist stolz drauf, dass ich hier bin. Ah. Ah. Ah, ist das süß. So. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Ach, hier, genau, einfrieren. Ich wollte nicht auf den drauf drücken. Ich wollte hier drauf drücken. Einfrieren. Friere den ein! Er ist weg. Ich hab ihn eingefroren. Okay, wir haben jetzt 10 von 18. Und wenn ich den einfriere... ...9 von 18. Okay, wir können die Leute einfrieren, die wir nicht mehr brauchen. Cool. Das ist lustig. Aber noch brauchen wir ihn leider. Deswegen entfrieren wir mal. Das heißt, Leute, die unnütz werden, die werden einfach weggebracht. Alles klar. Geh mal da hin. Okay. Aufleveln bringt da wahrscheinlich eh nichts. Für ihn Zimmer brauchen wir auch nicht aufwerten. Ich will da nicht rauf. Da haben wir noch was gefunden. Und wenn wir jetzt 8 Sekunden warten, können wir es aufleveln. Und das dürfte auch gehen. Ja, da sammelt man ganz schön Kronkorken. Können wir hier irgendwas noch verbinden oder haben wir jetzt alles verbunden? Ich glaube, wir haben jetzt alles verbunden, ne? Und ich glaube, ich werde demnächst mal diese Höhle hier wegmachen. Die geht mir ein bisschen auf den Sack. Sie ist einfach nur da. Dinge, die einfach nur da sind, gehen mir auf den Sack. Yay! 9. Okay, wir sind fast kurz vor 10. 10 ist das, was ich erreichen will. Oh, eine neue Persönlichkeit. Was bist du denn? Ich muss irgendwas erreichen für die. Und ich glaube, da läuft ein Timer ab, oder? Haben Sie ein Niveau von 4 Hauptkontrollraum? 1. Was? Ich soll ein... Oh Gott. Ich weiß, ich muss den Hauptraum auf 4 schaffen. Wir haben auf 3. Was brauche ich denn dafür noch? Uff. Caps Papierkorb. Okay. Kampfschulraum. Okay, wir müssen... 2 Räume verbessern. Das ist unter anderem der hier. Was wir ja damit jetzt geschafft haben. Oder kann ich den noch weiter verbessern? Nee. Und den hier sollen wir verbessern. Das ist doch gar kein Problem.
So easy. Ne? Ja, siehst du, den haben wir schon geschafft. Dann warten wir jetzt noch ein paar Sekunden. Zack. Und dann verbessern wir den hier auch noch. Easy. Und uns geht jetzt das Geld langsam aus. Aber das ist gar kein Problem. Denn wir sehen uns erst in der nächsten Woche wieder. Und dann haben wir wieder welches. Ja. Müssen wir halt nur gucken, dass wir... Ja, Strom, wir haben gar nichts mehr. Aber ich finde das ganz gut, dass wir halt nicht täglich jetzt eine Folge machen. Es war schon alles so richtig gut geplant von mir. Außer, dass ich natürlich ein paar wöchentliche Aussätze hatte. An sich ist das ganz gut, dass wir immer eine Pause haben. So kann ich rein theoretisch einmal die Woche aufnehmen. 5 Folgen. Und habe dann immer wieder genug Ressourcen. Das ist schon echt gut. Aber Freunde, ich würde sagen, wir werden die Folge jetzt schon beenden. Oder ich schnippel das einfach so zusammen, dass wir erstmal den Raum hier fertig kriegen. Ich meine, 2 Minuten warten, werde ich auch noch hinkriegen. Und übrigens, wir haben hier, meine Kamera ist leider im Weg. Da, noch ein Symbol. Ich weiß nicht, es ist noch verschlossen, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist höchstwahrscheinlich PvP. Also tippe ich jetzt mal drauf, weil das ist das Einzige, was noch fehlt. Seien wir mal gespannt. Ja, Freunde, ich habe nochmal die Zeit genutzt und habe unsere Beschleunigung gemacht. Ja, du quatsch mal ruhig. Und wir haben jetzt wieder ordentlich Ressourcen. Ich habe es ganz vergessen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Und dafür haben wir auch was bekommen. Und zwar hier, das hier macht Beschleunigung 10 Stück. Gib her den Kram. Junge. Nice. Was fehlt uns hier noch? Ich glaube, das ist der Hauptraum auf Stufe 5, ne? Es gibt 5 Bewohner in Form einer Kampftruppe. Ah. Ja, wir haben jetzt halt nur 4, ne? Ja, gut. So. Damit ist auch dieser Raum hier beendet. Wir sind fast vor Stufe 10. Und dich kann ich doch jetzt einsacken, oder? Was ist das hier? Spiel, was willst du von mir? Ein Tag nach 23 Stunden zu verlassen. Was? Ein Tag, 23 Stunden. Okay, das war wahrscheinlich die Zeit, die ich noch hatte, bis das abläuft. Was steht denn hier? Es wird gesagt, dass ein unbekannter Tierheimbewohner war. Im ursprünglichen Tierheim nicht gut behandelt, dann alleingelassen. Postskript diesbezüglich. Seine Expertise hat es ihm ermöglicht, die Wasserproduktion während der Arbeit im Wasseraufbereitungsraum deutlich zu erhöhen. Wir haben jetzt ein neues Medikin. Hier. Und die... Ja, ist eigentlich genauso scheiße wie der Rest. Aber dafür kann sie im Wasseraufbereitungsraum arbeiten. Und deswegen sollte ich wahrscheinlich Stufe 4 erreichen. Weil jetzt können wir höchstwahrscheinlich noch ein Kraftwerk bauen, ja. Da, Wasseraufbereitung, nee. Eine Werkstatt. Oh Gott, es gibt noch so viel. Aber... Alles in der neuen Woche, Freunde. Wir sehen uns nächste Woche und zwar damit. Und ich will euch jetzt nicht versprechen, aber ich versuche, dass nächste Woche auch wirklich alles wieder kommt. Ich versuche jetzt alles wieder hinzuhauen. Ich habe mir quasi jetzt neben der Arbeit noch eine zweite Arbeitsschicht eingeplant, extra für YouTube. Und ich hoffe, wenn alles gut geht, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Haut rein, ciao.